Das Grauen hat viele Gesichter. Wir zeigen ihnen alle. In der Mike Krüger Show. Und hier ist er, Mike Krüger. Willkommen zur Mike-Krüger-Show bei Sat.1 wieder mal. Meine Damen und Herren, Sie werden sich wahrscheinlich fragen, warum ist der Mann so braun? Hat er das Rex-Gildo-Geheimnis gelüftet? Nein, meine Damen und Herren, ganz einfach, ich war in Urlaub. Ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, es gibt jetzt auch Urlaub für Loser, Urlaub für Verlierer. Das sieht dann ungefähr so aus. Niki Lauda fährt sie zum Flughafen. Sie fliegen mit Spantax auf eine einsame Insel. Dort ist Ted Kennedy ihr Chauffeur. Und in der Zwischenzeit passt Roman Polanski auf ihre 14-jährige Tochter auf. Das gibt's jetzt alles. Mein nächster Gast, die Eingeweihten kennen ihn, ist natürlich auch heute wieder da, meine Damen und Herren, Dr. Helmut Kohl. Herr Kohl, mal eine Frage an Sie heute. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie mal so 3 Wochen Urlaub haben? Nun, Herr Krüger, in der ersten Woche sitze ich mich in einen Schaukelstuhl und, um das einmal ganz salopp zu formulieren, und relixe. Ah ja, das ist eine hübsche Idee. Was machen Sie so in der zweiten Woche? In der zweiten Woche entspanne ich mich im Schaukelstuhl. Wie aufregend. Ja. Was machen Sie dann in der dritten Woche? In der dritten Woche, Herr Krüger, fange ich dann ganz langsam an zu schaukeln. Meine Damen und Herren, meine beiden Freunde, die Sie auch schon kennen, die jedes Mal dabei sind, Sie waren, glaube ich, auch in Urlaub. Ich frage es gleich mal nach. Hier sind Sie, Gabi Decker! Mensch, Gabi, du siehst ja wieder schick aus. Wo warst du im Urlaub? Du, ich war auf Hawaii. Mensch, dufte Australien, finde ich gut. Ja, du willst jetzt wissen, wie es war, ne? Ja. Du, das war einfach toll, ja. Das Meer, die Gitarrenmusik und dann diese herrlichen Organe der Hawaiianer. Wunderbar. Ach. Du, und singen konnten die übrigens auch gut. Ah ja, schön. Ja. Und Hans Werner, wo warst du? Ja, wie immer, nicht? Also in Italien, Bildungsurlaub, Rom. Schön, warst du auch im Kapitol? Sag mal, wie blöd hältst du mich eigentlich? Für wie blöd hältst du, meinst du, ich fahre nach Rom und gehe dann ins Kino oder was? Sag mal, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Danke, Hans Werner, danke, ihr Lieben. Herr Kohl. Ja. Wo waren Sie denn in Urlaub? Ich war natürlich nicht im Urlaub. Ich habe eine Afrika-Reise gemacht und habe dort Riten gehalten in 20 Ländern. Zum Beispiel in Nairobi, die erste. Es war schrecklich, Herr Krüger, es war furchtbar. Ja, oh mein Gott, was war denn da? Nun, die Eingeborenen sind nach jedem Satz, den ich gesprochen habe, gleich aufgesprungen und haben Umpa, Umpa, Umpa gerufen. Ja, gratuliere, Herr Dr. Kohl, das ist doch ganz fantastisch. Ja, nun, in Zimbabwe das Gleiche. Die Eingeborenen haben mich gesehen, ich habe einen Satz gesprochen, schon sind sie losgesprungen. Umpa, Umpa, Umpa. Ich freue mich so für Sie. Ja, ich freue mich auch, das ist riesig, Mensch. Ja, es kommt ja noch viel schlimmer. In Sambise war es genauso, das Gleiche. Ich einen Satz gesprochen und schon haben die Eingeborenen in Sprichchören losgelegt. Umpa, 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 Umpa. Vielleicht alle zusammen mal Umpa, Umpa, Umpa. War es so ähnlich, ja? Genau so war es, Herr Krüger. Ja, und was ist daran unschrecklich? Ja, nun, als mich dann ein Taxi in so viel gefahren hat, hat der schwarze Fahrer zu mir gesagt, als ich aus dem Taxi ausstieg, Vorsicht, Herr Dr. Kohl, treten Sie nicht in die Umpa.
Tja, schöner kann man das nicht anfangen. Finde ich auch, ja. Geht doch hier rüber, zieht euch um, ihr habt noch viel zu tun. Jawohl, macht weiter, ihr Lieben. Meine Damen und Herren, ich bekomme natürlich nach jeder Sendung viele Briefe, das wissen Sie. Jetzt haben mir viele 12- bis 15-Jährigen geschrieben, haben gesagt, Mike, warum macht nicht mal einer ein Lied für uns? Für uns 12- bis 15-Jährige. Wer soll's machen? Natürlich euer Mike. Hier ist das Lied. Zahnspange rein, ich treff dich auf der Party. Küsse, die schmecken nach Cookies und Stahl. Du trägst sie auf, vor der Tür wartet Party. Ich komm nicht los, bin verhakt, süße Qual, ich hab gerne pubertiert und hab Klerasil. Oh, 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 Klerasil, auf alle Pickel mir geschmiert. Oh, oh, mir geschmiert. Pubertiert hat er so gerne. Alles an mir stand auf Playboy und Penthouse. Ich las sie heimlich zu Haus auf dem Klo. Kam ich zu dir, zogst du mir gleich das Hemd auf. Denn in der Bravo stand, das macht man so, ich hab gerne pubertiert und hab Klerasil. Oh, 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 Klerasil, auf alle Pickel mir geschmiert. Oh, oh, mir. Allein bei dir, vor der Tür deine Mutter klopfte und fragte, wollt ihr noch einen Dreh? Wir kamen nicht, dafür kam deine Mutter alle 4, 5 Minuten, das fand ich echt link. Ich hab gerne pubertiert und hab Klerasil. Oh, 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 Klerasil, auf alle Pickel mir geschmiert. Oh, 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 mir Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu Hause, ihr 12- bis 15-Jährigen. Okay, meine Damen und Herren, Sie wissen, Sat.1, wir leben von der Werbung, wir leben für die Werbung. Deshalb jetzt für Sie die Werbung. Und nun möchte ich Sie ansprechen, meine Damen. Wir aus dem Hause Albert Schweitzer haben einen völlig neuen Duftstoff für Sie entwickelt. Ein Parfum, das unbedingt in Ihre Toilette gehört. Es heißt Achselnass. Das neue Parfum, die neue Création. Es gibt so viele wohlriechende Duftstoffe und da haben wir uns gedacht,
Warum nicht einmal ein Parfum auf den Markt bringen, das abstoßend wirkt? Warum? Das sagt Ihnen nun die Schauspielerin Doro Doré von Wichelberg. Nun, ich mag die natürlichen Duftstoffe von Axel Nass. Axel Nass gibt mir das absolut sichere Gefühl, dass ich nicht andauernd angemacht werde von irgendwelchen dümmlichen Schnarchsäcken. Nun, meine Damen, mögen Sie Ihren Mann nicht, mögen Sie Ihren Chef nicht oder wollen Sie, dass man Sie nicht riechen kann, dann nehmen Sie Axel Nass, ein Parfum, als hätten Sie in Schweiß gebadet. Doro Doré, zeigen Sie es bitte nochmal, Sie reiben es ein und schon fängt es an zu wirken. Mein Gott, ich brauche Luft, Luft, viel Luft. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu unserem Stargast. Man nennt ihn zu Recht den Beethoven des deutschen Humors, meine Damen und Herren. Andere nennen ihn den Amundsen der feinsinnigen Wortunterhaltung. Man hat ihn aber auch schon die Hildegard Knef der Kolumnisten genannt. Und ganz Verwegene behaupten sogar, er sei der Uwe Seeler des schwarzen Humors. Egal, was die anderen sagen, ich nenne ihn nur den Yehudi-Pinguin des Kabaretts. Sie wissen, wen ich meine, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Hans Scheibler! Ich betrinke mich nie, schon gar nicht wegen meiner Frau. Aber heute hier bei Ihnen trinke ich so viel ich will. Das ist ja ganz normal, dass dir deine Frau eines Abends eröffnet. Morgen fahre ich mit meiner Freundin nach Portugal. Du hast doch nichts dagegen. Sagt sie eben noch am Zugfenster. Ferien von der Ehe, das verstehst du doch? Ich verstehe ja alles. Das hat man nur davon, dass man kein Schuwi sein will. Wir sind ja alle bekloppt, wir Männer, sage ich dir. Wir merken gar nicht, wie die Frauen uns allmählich versklaven. 6000 Jahre lang haben sie gekuscht und getan, was ihre Ehemänner von ihnen verlangten. Und auf einmal werden sie frech. Und wir stehen auch daneben und geben ihnen recht. Ich hätte sie in den Keller einsperren sollen und an der Heizung anketten. Aber nein, ich Idiot, ich tue noch so, als wäre es das Normalste von der Welt ist, dass meine Frau allein in Urlaub fährt. An die Algarve. Da sammeln die sich einen auf und bumsen da 14 Tage rum, weil sie doch genau, noch ein. Wir hätten es nicht so weit kommen lassen dürfen. Quotenregelung, Gleichberechtigung, alles dekadent, pervers. Früher waren Frauen gar nicht als Menschen anerkannt. Aber sicher, erst im 11. Jahrhundert hat irgend so ein Papst Inno Dings da bekannt gegeben, dass Frauen keine Tiere sind. Und das war eben der Irrtum. Also ich betrinke mich nicht, aber darauf nehme ich auch noch einen. Ich bin gar nicht für die Kirche. Aber in dem Punkt haben die immer richtig gelegen. Da haben Frauen was Animalisches. Ist ja sogar ein Kompliment. Tiere haben ja viel schönere Bewegung. Frauen sind Raubtiere. Man kann sie bewundern oder sich vor ihnen fürchten, aber man muss sie einsperren. Und nicht allein in Urlaub lassen wie ich, blöder Hund. Noch ein. Dabei muss ich ja sonst jede Entscheidung abnehmen. Ja, also wenn sie sich ein Auto kaufen würde, allein, dann würde sie immer eins in Lila nehmen. Alles andere wäre ihr egal. Hauptsache Lila. Ja, oder wenn ich sage, Liebling, wollen wir ins Kino gehen, dann sagt sie, ich habe keine Lust. Wenn es dann zu spät ist, dann sagt sie, warum sind wir nicht ins Kino gegangen? Ich sage, weil du keine Lust hattest. Ich hatte aber doch Lust. Du musst auch wissen, was ich wirklich meine, wenn ich etwas sage. Ja, noch ein.
Frauen wissen ja auch gar nicht von alleine, ob sie ein Kind kriegen dürfen können oder nicht. Ja, weil Frauen können ja gar nicht alleine entscheiden, ob es ihnen schlecht geht oder ob es ihnen gut geht. Nein, das sage nicht ich, das sagt die Familienministerin Bönsch oder Brönsch oder wie die heißt, das weiß ja kein Mönch. Paragraph 218, es geht gar nicht um Abtreibung oder nicht. Es geht darum, dass Frauen unzurechnungsfähig sind, wenn es um wirklich Wichtiges geht. Wie soll so ein Zwitterwesen aus Mensch und Tiger wissen, ob es in einer Notlage ist oder nicht? Frauen wissen ja noch nicht mal, ob sie zufrieden sind, wenn sie zufrieden sind. Weil sie nämlich nur zufrieden sind, wenn sie unzufrieden sind. Aber wenn sie unzufrieden sind, sind sie trotzdem nicht zufrieden. Wenn ein Mann ein Kind kriegen würde, wäre das ganz etwas anderes. Wieso wäre er denn dann eine Frau? Nein, wenn ein Mann eine Frau wäre und ein Kind kriegen würde und es nicht haben wollte, dann könnte er es auch allein entscheiden. Wieso wäre er denn dann eine Frau? Nicht wer das Kind kriegt, ist die Frau, sondern wer darüber entscheidet, ob das Kind gekriegt werden soll oder nicht. Das ist die Frau und das ist der Mann. Insofern ist sowieso der Mann die Frau und die Frau ist verreist. Herr Portugal, noch ein, ich bin nicht besoffen, ich bin allein. Ich liebe meine Frau und ich gönne mir noch einen. Verhau deine Frau. Verhau deine Frau jeden Morgen, wenn du nicht weißt, warum. Sie will schon wissen. Danke, Hans Scheibner. Und nun wieder Blick nach vorn, das beste Nachrichtenmagazin seit Verkündung der 10 Gebote. Mit mir im Studio Gabi Decker und Hans-Werner Olm. Die Meldungen. Bonn. Nach zehn Verhandlungen hat das Landwirtschaftsministerium es dem Bergsteiger Reinhold Messner gestattet, den Butterberg ohne Sauerstoffgerät zu besteigen. Messner will das Abenteuer in einem Buch verarbeiten. Geplant der Titel Butter, Seelen, allein. Gerade bekomme ich noch eine Meldung hereingereicht. Da steht, Sie haben noch etwas Spinat zwischen den Zähnen. Weiter mit den Tipps und Gabi Decker. Danke, Mike. Ich habe hier einen Brief von Frau N. aus F. an der P. Sie fragt, liebe Gabi, was muss ich tun, um schöne, glatte Hände zu bekommen? Meine Antwort, liebe Frau S. aus K., nichts. Ein Leben lang nichts. Weiter mit den Meldungen und Mike Krüger. Danke, Gabi. Stockholm. Der Nobelpreis für Mathematik ging dieses Jahr an den ostfriesischen Volksschullehrer Jens Jensen, der eine neue Zahl entdeckte. Die Zahl heißt Sacht und liegt genau zwischen 7 und 8. Und nun bin ich verbunden mit unserem Finanz-Sonderkorrespondenten Hans Hack. In Bonn. Hans Hack, was gibt es Neues? Oh, eine ganze Menge. Im Rahmen der neuen Sparmaßnahmen hat die Regierung festgestellt, dass sie alle ihre Wahlversprechen vom vorigen Mal ohne weiteres noch einmal gebrauchen kann.
Das ist hervorragend. Vielen Dank nach vorne, Hans Hack. Meine Damen und Herren. Und nun Hans-Werner Olm mit einem besonderen Interview. Vielen Dank, Mike. Tja, und ich bin jetzt telefonisch verbunden, wenn die Leitung steht, mit einem Mann, dem die Theaterwelt zu Füßen liegt. Er feiert heute seinen 60. Geburtstag. Es ist Peter Zackeck. Guten Abend, Herr Zackeck. Hallo. Hallo. Ja? Hallo. Ja? Können Sie mich verstehen? Ja, wir verstehen Sie sehr gut, Herr Zackeck. Können Sie mich auch wirklich gut verstehen? Ja, natürlich, wir verstehen Sie sehr gut, Herr Zackeck. Na, prima. Ich rufe nämlich aus einer Telefonzelle an. Ah ja, Herr Zackeck. Ja, danke, Herr Zackeck. Ja, wir verstehen das. Wir verstehen Sie gut, Herr Zackeck. Herr Zackeck, kommen wir zum Thema. Sie haben viele große Theaterstücke inszeniert. Und Sie standen auch selbst als Schauspieler vor der Kamera. Sie waren zu sehen als weißer Scheich, als schwarzer Pirat, als roter Korsar, als brauner Bomber, als gelber Mandarin und unvergessen als der Spion mit der Glut im Blut. Waren Sie eigentlich immer so erfolgreich oder gab es da auch mal Durststrecken in Ihrem Leben, Herr... Es gab schon Zeiten, nicht wahr? Da habe ich sogar am Hungertuch genagt. Ah ja, und wie ging es dann weiter, Herr Zackeck? Nun, irgendwann hatte ich das satt und dann stopfte ich mir den ganzen Lappen auf einmal ins Maul. Vielen Dank soweit fürs Gespräch, Herr Zackeck, und einen schönen Abend in Hamburg. Weiter mit Mike. Danke, Hans Werner. Weiter mit den Meldungen. Stuttgart. Ein, wie sich später herausstellte, impotenter Mann wurde letzten Dienstag verhaftet, als er versuchte, eine Samenbank zu überfallen. Und nun Gewinn mit Sinn und Gabi Decker. Danke, Mike. Neben mir sitzt unser heutiger Kandidat Eduard Schnirpsel. Ja, guten Abend, Herr Schnirpsel. Sie können heute eine Reise nach Pakistan gewinnen. Ja? Nennen Sie mir bitte eine große Stadt in Pakistan. Und die Zeit läuft. Karachi. Gesundheit, ja? Aber können Sie jetzt vielleicht mal die Frage beantworten? Ja, und da ist die Zeit um. Schade, schade. Nichts aber. Ja, raus hier, jetzt trag den Trottel raus. Und weiter. Nun eine Minute Besinnung. Und nun eine Minute Besinnung mit Seitenschiff-Reverend Warnfried Honke. Gabi und dem Herrn sei Dank. Gestern Abend sprach mich eine Dame mitten auf der Straße an. Ein leichtes Mädchen, wie ich später herausstellen sollte. Misstrauisch lauschte ich ihren Ausführungen. Na, mein kleiner, süßer Schnullerhase, sprach sie. Haben Sie Lust? Wohlwissend, diesen Satz noch nie vernommen zu haben, bat ich sie, deutlicher zu werden. Die Worte fielen ihr wie Mottenkugeln aus dem Mund. Plötzlich streckte sie ihre Hand aus, um mich unkeusch zu berühren. Ich aber rief, oh, bitte rühren Sie mich nicht an. Oh, bitte rühren Sie mich nicht. Oh, bitte rühren Sie mich. Oh, bitte rühren Sie. Oh, bitte, oh, rühren. Oh, 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 oh. Weiter mit mein Bruder. Tja. Danke, Warnfried. Das wird uns jetzt allen sehr zu denken geben, glaube ich, meine Damen und Herren. Trotzdem nun eine Ansprache von Herrn Dr. Kohl. Herzlichen Dank, Mike Krüger. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen draußen an den Fernsehern und Fernseherinnen. Ich möchte auch einmal ein offenes Wort über die Grundlage der Politik sagen. Die einzige Grundlage für das Fundament einer sicheren Basis ist eine Plattform, deren Sockel auf der Grundlagenbasis des Plattformfundamentes ruht. Das ist doch sonnenklar. Jingle bitte. Danke, Herr
Alkohol. Danke, Gabi. Danke, Mike. Danke, Hans-Werner. Danke, Mike. Danke, Gabi. Danke, Hans-Werner. Danke Ihnen. Die Werbung. Ball. Herren, Sie hören es, wir sind wieder da. Der zweite Teil der Mike-Krüger-Show auf Satz 1. Und Mike-Krüger-Show, das heißt Sommer, Sonne, gute Laune, Gags und natürlich eins darf nicht fehlen, Surfen, meine Damen und Herren. Ich nehme meine Gummistiefel, zieh meine Badehose an und da kaufe ich ein Schläuchel, damit ich atmen kann. Ich nehme meine Pudelmütze, schmier mich ein mit Fett, denn ich gehe heute surfen auf meinem Bügelbrett. Doch das ist ein Problem ist, und das finde ich gar nicht toll. Ich möchte wissen, wo das Meer ist, alles von Menschen voll. Ich sag, ich möchte so gerne ins Wasser, denn das macht mir solchen Spaß. Ein Typ sagt, frag sie doch den mal, der ist noch nass. Ich springe fröhlich in die Flut, da kommt ein Dampfer daher und er fängt tierisch an zu tun. Ich denk, was will denn der? Ich krieg wahrscheinlich keine Schramme an meinem Bügelbrett. Der denkt doch nicht, wenn ich ihn ramme, dass ich ihn auch noch fetz. Ich springe fröhlich in die Bog, da hör ich einen Schrei. Das ist jetzt wirklich nicht gelogen, da kam der weiße Hai. Dem werde ich jetzt eine plätzen, hab ja ein Bügelbrett. So konnte ich das Mädel retten und kam vom Brett ins Bett. Ist das nicht nett? Dankeschön, schönen Dank, meine Damen und Herren. Ich hätte natürlich gerne selber gesurft. Ich surfe sehr gut, aber ich musste ja Gitarre spielen. Sie haben es gesehen. Aber mir ist letzte Woche beim Surfen etwas Fürchterliches passiert. Darüber muss ich unbedingt mit unserem Kanzler sprechen. Herr Dr. Kohl, also ich war beim Surfen, fall ins Wasser, habe einen ungeheuren Ausschlag, tausende von Pusteln überall, riesige, große Pusteln. Was soll ich da machen? Ja, nun, Herr Krüger, ich würde Ihnen vorschlagen, kaufen Sie doch ganz viele, viele kleine Korken. Das war wieder mal so eine Lösung, Herr Dr. Kohl, wie Sie sie vorschlagen. Aber ich meine, was meinen Sie, wo mir das passiert ist? Ja, bestimmt in den neuen Ländereien. Nein, nicht in den neuen Ländereien, direkt vor meiner Haustür. Darüber sollten Sie sich mal Gedanken machen, denn Sie haben Schuld, Herr Dr. Kohl. Sie haben Schuld. Ja, das tut mir jetzt auch, wie Sie mir das so an die Birne knallen. Ja, Herr Dr. Kohl, aber denken Sie mal drüber nach, ganz in Ruhe. Sie haben jetzt Zeit, denn ich habe extra für Sie jetzt ein Lied geschrieben. Lieber Bundeskanzler Kohl. Lieber Bundeskanzler Kohl, mir ist irgendwie nicht wohl. So viel Pickel im Gesicht. Gestern hatte ich die noch nicht. Gestern war die Luft noch klar, wie das Wasser einmal war. Turaluraluralu. Ich mach Bubu, was machst du? Lieber Bundeskanzler Kohl, große Worte schön und hohl. Bloß der Wald ist nicht mehr da, wo er früher einmal war. Schöner, großer, dicker Mann, mittendrin im Porzellan. In den Nächten fürcht ich mich, du machst Bubu, was mach ich? Ja, danke schön, meine Damen und Herren. Herr Kohl, darüber sollen Sie mal nachdenken. Darüber denken Sie mal ganz in Ruhe nach.
Okay, und wir, meine Damen und Herren, kommen wieder zu unserem Lieblingsmotto. Habgier, Murks und Krankenschein bringen hübsche Sümmchen ein. Halbgötter in Schweiß. Geschichten, die das Leben schrieb und der Tod diktierte. Erleben Sie Professor Trinkmann. Schnapsleichen pflastern seinen Weg. Also, damit wir uns richtig verstehen, Herr Scheibner, ja? Ab sofort meiden Sie jegliche Form von Alkohol? Fetten Essen? Keine Zigaretten mehr? Keine Frauen? Und vor allem mehr Lebensfreude? Erleben Sie Dr. Krankenstein, Herr der tausend Laken. Na, Dr. Krankenstein, wie war denn die Jagd heute Morgen? Ja, sehr erfolgreich, nicht wahr? Ich habe 2 Hasen geschossen, 4 Fasane und 3 neue Patienten. Erleben Sie Lernschwester Elke, unseren Engel der Nacktwache. Sagen Sie mal, Lernschwester Elke, kennen Sie eigentlich die Liebestechnik der 60 Sekunden? Nee, wie jeden die? Haben Sie eine Minute Zeit? Erleben Sie Modearzt Dr. Dauerbruch, der Psychopathe. Was suchen Sie denn, Dr. Dauerbruch? Ich habe meine Glückspille verloren. Ja? Nee, Keller, aber hier ist mehr Licht, du dummes Ding. Und erleben Sie frohe und dankbare Patienten. Sie müssen nur die Spritze aus dem Hintern ziehen. Sehen Sie nun eine neue Folge von Halbgötter in Schweiß. Sie trägt den Titel Tu's nicht. Guten Tag, Schwester Elke. Ach, guten Tag, Herr Grünspecht. Sie wollen bestimmt zu Professor Trinkmann. Aber der ist leider heute... Ja, kommt er heute nicht in die Praxis? Vielleicht, vielleicht noch nicht. Er schwankt noch. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ja, eine Schwiegertochter von mir aus Magdeburg, also ihr Geliebter, hat sie verlassen und da wollte sie sich das Leben nehmen. Na und? Ja, also sie stand am Ufer von der Elbe und ich konnte es nicht verhindern. Ja. Ich habe doch gerufen, tu's nicht, Almut, tu's nicht. Und ist sie ertrunken? Ertrunken? Sie hat einen ganzen Becher Elbwasser getrunken. So kann es gehen im Leben, meine Damen und Herren. Und wir, bei uns geht es natürlich weiter. Sie kennen ihn, er war heute noch nicht so doll beschäftigt, aber jetzt kommt er, ich sage nur 3 Worte. Hans Werner Alm, da ist er! Danke, Mike, vielen herzlichen Dank. Tja, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt einen großartigen Künstler vorstellen. Sie kennen ihn alle. Ich will jetzt keinen Namen nennen, Peter Maffay. Und wenn ich Peter Maffay ansage, dann muss ich natürlich das Mikrofon erstmal auf seine Größe stellen. Und dann sagt der Peter Maffay immer, Nanu, wer hat denn das Mikrofon auf meine Größe gestellt? Ich habe doch heute meine großen Stiefel an. Hallo, liebe Freunde, ich freue mich, dass ich gekommen bin. Und ich begrüße euch recht herzlich hier. Es ist wieder schön, deutschen Boden unter den Füßen zu spüren. Ich war nämlich lange Zeit unterwegs mit meinem 180 PS starken Land Rover und 4-Rad angetrieben. Und ich möchte auf diesem Wege der Natur zurufen und den Wäldern zurufen, bitte dafür nicht sauer zu sein. Und allen Fischen möchte ich um eine längere Atempause bitten. Ihr werdet euch fragen, wo hat der Peter seine Warze? Hier. Und das ist eine rumänische Wanderwarze. Die ist jetzt auf meinem Rücken. Aber ich danke euch. Ich finde es ganz großartig. Ich habe immer eine Ersatzwarze dabei. Aber man kann das sehen. Ich danke euch. Und ich möchte nun ein Lied singen. Und zwar ist es ein Lied über 2 Liebende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mitsingen würdet. Der Text ist ganz einfach.
Okay. Gefragt, können wir das einmal üben, bitte? Einmal schauen Sie nur Ihre Nachbarn an, dann klappt das von alleine. Dann erschrecken Sie. Okay, nochmal jetzt alle. 3, 4. Ja, ich sing mal ein paar Strophen. Es war ein schöner Tag im kalten Februar. Ihr könnt doch eure Feuerzeuge in die Luft schmeißen und kleine Entzückungsschreie ausstoßen. Es war ein schöner Tag im kalten Februar. Die Sonne brannte nicht, so wie es bei mir war. Die Luft war feucht und nass, doch das war ihnen egal. Sie mussten endlich heiraten, sie hatten keine Wahl. Denn er war 90. Sie 85. In diesem Alter haben sie sich noch getraut, denn es war Liebe und er ließ sie spüren. Sie war kein Kind mehr und es war Oma. Tag, Herr Dr. Kohl. Hallo. Mike Krüger lackiert sich gerade die Fingernägel da hinten. Und der Hans Werner spielt sie immer mit meiner Unterwäsche rum. Hans Pfeifner bringt sich seine Texte schön in der Kantine. Da habe ich mir gedacht, wir unterhalten uns mal ein bisschen. Ja, über was sollen wir uns denn unterhalten, liebe junge Dame? Naja, also was mich schon seit langer Zeit brennend interessiert, wie ist denn eigentlich Ihre Beziehung so zum Sex? Ja, selbstverständlich in Ordnung, nicht gestört, liebes Fräulein Dicker. Sehen Sie denn zum Beispiel gerne Filme, in denen Frauen umgelegt werden? Ja, zum Beispiel Western. Nein, so meine ich das nicht. Ich weiß genau, was Sie meinen, aber der Bundeskanzler ist ja nicht blüht. Ich habe erst neulich eine... Danke dir. Sehen Sie, an dieser Stelle tut mir auch einmal ein Applaus gut. Also... wie gesagt, ich habe erst neulich eine wunderschöne, hübsche Dame kennengelernt. Ja. Und wir haben gemeinsam Suppe gegessen bei ihr zu Hause. Ich habe das Fettig abgemacht. Mhm. Also das Ding hat mich 3 Stunden Schwerstarbeit gekostet. Wieso das denn? Ja, ich hatte doch kein Cabrio. Und Gabi Decker, meine Damen und Herren. Man sagt in Bremen, 3-mal ist Bremer recht. Wir haben einfach was Neues uns ausgedacht. 2-mal ist Kölner recht. Er ist nochmal für Sie da. Der große Klare aus dem Norden. Hans Schäubler. Hey. Hey. Ich sage immer, Manfred, du darfst nicht hinterm Mond leben. Du musst auf der Höhe der Zeit sein. Hier, das ist er. Ultra-Objekt-Fernbedienung. Wollen Sie mal sehen? 964 Funktionen in einem Gerät. Damit kann ich TV, CD-Recorder, DAT-Player, Receiver, Tuner, alles von einer Hand aus bedienen. Also mal sagen, ich sitze im Sessel und trinke mit links Bacardi Cola. Mit rechts schalte ich TV ARD ein. Mal sagen, Ölkatastrophe im Mittelmeer, den Ton will ich nicht hören, weil das öde ist. Gehe ich weiter auf RTL, Erdbeben in Afghanistan. Und gleich weiter auf Sat.1, wo Sie gerade mal sagen, wir also den Super-GAU zeigen mit Charles Bronson, den will ich aufzeichnen. Kleiner Druck auf den Rekordersensor und gleich weiter auf ZDF. Dort zeigen Sie, sagen wir mal, die Kurden beim Verhungern. Also früher, das war ja sowas von umständlich. Da habe ich doch tatsächlich mit 2 Fernbedienungen gearbeitet. Ne? Also mit rechts habe ich also den Tuner abgehört, Verkehrsfunk, 60 Tode auf der A2.
Und mit Links habe ich dazu ein Bild von Musikkanal MTV geholt. Habe ich immer gemacht, ne? Also den Ton von Tuna und dazu ein Bild von TV, aber immer mit zwei Fernbedienungen. Wenn ich zwischendurch mal was trinken wollte, musste immer irgendwas so lange weiterlaufen. Aber jetzt kann ich praktisch 24 Programme hintereinander sehen und dazu noch meinen Videotrack abrufen und über den Dat-Player die Patcher Boys, ne? Mal sagen, im dritten geht ein Tanker unter und das Ölfeld brennt, ne? Auf RTL bricht Panik aus im Fußballstadion. Auf Pro7, da ist ein Staudammbruch und ein paar Leichen wirbeln da auf. Aber gleichzeitig zeigen sie noch auf Dreisat, nicht? Ein Autocrash mit 120 verkeilten PKW. Ne? Jetzt weiß ich ja nicht, wer davon ist jetzt der Spielfilm. Ne? Auf Tele5 läuft eine Vergewaltigung. Ne? Jetzt kann ich mir dazu entweder eine Joe Cocker-Nummer abrufen über den Digitalwahlpoint, ne? Oder ich nehme diesmal also die Oldies von WDR 2. Ne? Aber in der Zwischenzeit kann ich immer noch mit einer Hand, nicht, alles durchkontrollieren. Also auf dem ersten, nicht, da ist immer noch die Ölkatastrophe mit diesem ölverschmierten Kormoran, das ist wahrscheinlich live. Ne? Und dann laufen da immer noch die wimmernden Verletzten aus dem Autocrash, aber jetzt sind die plötzlich auf ZDF, ne? Dann waren die wahrscheinlich auf Dreisat live. Das kannst du heute kaum noch unterscheiden. Ne? Und dann kommt das ja auch immer darauf an, was du nun gerade mal sehen willst, wie du in Stimmung bist. Ne? Meinetwegen, also die Mütter mit ihren Kindern und wie sie da erfrieren in Tagesthemen. Ne? Oder doch lieber die Konfetti-Parade in New York, da dieser Karneval für den Krieg. Ne? Also, aber manchmal dauert das Minuten, bevor du rauskriegst, was ist nun echt und was nicht. Ne? Also neulich hatte ich mich mal gefreut auf einen US-Thriller, ne? Reaktor-Krimi. Nicht? Ich war über Kopfhörer noch an einer alten Wings-LP dran. Ne? Da war auf dem Bildschirm schon also die Geigerzähler-Männer und Reporter. Und ich denke, ich zeichne schon mal auf. Ne? Und dann gehe ich in Ton rein und da ist das plötzlich eine Originalreportage aus Tschernobyl, also sowas Ödes, ne? Aber in Golfkrieg, also das war ja nun ganz schlimm, nicht? Also da immer nur dieses Fadenkreuz da, ne? Und ein paar Rauchwolken und Raketen und das soll nur ein Originalkrieg sein, nicht? Nee. Also da habe ich mir dann also immer von Tuna die Nachrichten abgeholt, ne? Und über ein Video den so einen alten Vietnamstreifen, damit das wenigstens so ein bisschen mehr wie echt aussah, ne? Aber wenn du das immer mit zwei Fernbedienungen machen willst, ne? Dann kommst du gar nicht mehr zum Trinken, nicht? Aber übrigens, mal nebenbei, bei Talkshows, da ist doch so eine Fernbedienung praktisch überhaupt nicht zu gebrauchen, nicht? Ja, sagen wir mal, also auf Sat 1 ist Talkshow, der Töpfer labert da rum, ne? Und auf ZDF ist schon wieder Talkshow, ne? Labert schon wieder der Töpfer rum, ne? Anderes Thema, selbe Laberei. Und wenn du deine Kanäle durchcheckst, dann denkst du, dein TV ist im Eimer, nicht? Auf allen Programmen dieselben Typen und immer labert der Töpfer dazwischen rum, nicht? Oder du weißt nicht, ist das nun die Uta Ranke Heinemann auf Dreisat oder 3 nach 9 oder Talk in Turm? Weil, also die regt sich ja überall gleich auf und hat immer dasselbe grüne Kleid an, ne? Und da ist es dann richtig ein Segen, dass da oben immer noch dieses Logo ist, ne? Aber dagegen, also bei Tutti Frutti, ne? Da ist ja eine Fernbedienung, also ein richtiger Segen, ne? Ja, ich weiß ja nicht, wie Ihnen das geht, nicht? Aber mir dauert das ja immer zu lange, bis ich diese Super Viber noch endlich mal ausgezogen haben, ne? Also, was interessiert mich denn der Länderpunkt oder das Gequassel? Ich will doch die Titten sehen. Also kann ich doch immer noch zurückgehen, ne? Ja. Gehe ich doch zurück auf Sat 1, ne? Da ist meinetwegen Boris Becker beim Matchball und jetzt habe ich das genau im Gefühl, nicht? Jetzt müsste das soweit sein, nicht? Dass also die Japanerin auf RTL so weit ist, dass sie auf dem Teller steht und sich frei macht. Und tatsächlich, du, auf Sat 1 kommt Werbung und auf Tutti Frutti die nackten Tatsachen. Also das ist wie ein Klavier, ist das, da kannst du so drauf spielen. Erregend, ne? So, ich muss jetzt gleich los, aber eins wollte ich noch erzählen, nicht? Also neulich war ich bei einer alten Tante von mir, nicht? Also sowas Süßes, ne? Die hat einen Fernseher, ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt, ne? Also, da steht sie vom Stuhl auf, nicht? Geht zu Fuß an das Gerät, ne? Drückt auf den Knopf, geht zu Fuß wieder zurück, setzt sich auf den Stuhl und sieht irgendwas, ne? Mal sagen, also der Papst in Polen und wie er da Juden vergasen und Abtreibung verwechselt, ne? Und weil ihr das so gut gefallen hat, will sie das auf ZDF nochmal sehen, ne? Dann geht sie wieder zu Fuß an das Gerät, drückt auf den Knopf, geht wieder zurück und setzt sich wieder auf den Stuhl. Also nein, für jede Katastrophe extra vom Stuhl aufstehen, du. Hey! Diese Sendung, meine Damen und Herren, geht wieder zu Ende. Herr Dr. Kohl, wie fanden Sie es heute? Ausgezeichnet, Herr Krüger. Ich finde Sie großartig. Sie sollten das Gleiche tun wie ich. Ich bewundere jeden Tag meinen Schöpfer, dass er so etwas Großartiges zustande gebracht hat. Schön, dass Sie mal so sagen. Danke, Herr Kohl. Also ich bin gerührt. Meine Damen und Herren, wie immer an dieser Stelle singen wir unser Schlusslied. Viele von Ihnen kennen es schon, es heißt Nackig von der MS-Tür. Es geht los und eins und...
Denn da war auch noch die Frau, die zu ihrem Mann, als er die Zeitung las am Frühstückstisch, sagte: Schatz, geht es dir nicht gut? Deine Finger sind so blass. Aber sie steht eines Tages nack, 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 wie vor der Himmelstür. Nack, 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 wie vor der Himmelstür. Und dann war da noch der Ostfriese. Der rief irgendwann mal bei einer Bank an, bei einer riesengroßen Bank, mit den Worten: Überfall! Überweisen Sie mir sofort 100.000 Mark auf das Konto 341. Auch er steht irgendwann. Nack, 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 ich bin der Himmelsteher. Nack, 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 ich bin der Himmelsteher. Und dann war da noch der Doktor, der seinen Patienten fragte: Na, wie fühlen wir uns denn heute? Wie ein Fisch im Wasser. Aber, wer wird denn gleich den Mut verlieren? Genau! Nack, 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 ich vor der Himmelstür. Nack, 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 ich vor der Himmelstür. Gabi! Ja, und dann war da noch die kleine Schlange, die zu ihrer Mutter sagte: Sag mal, Mami, sind wir eigentlich giftig? Ich habe ihn mir gerade auf die Zunge gebissen. Aber sie steht eine Zabe. Ja, wo stehen Sie, Gabi? Ja. Nackig vor der Himmelstür. Nack, nack, nackig vor der Himmelstür. Und auch ihr Lieben hier im Zuschauerraum und auch Sie zu Hause, liebe Zuschauer, Sie stehen eines Tages, wie wir alle. Wo stehen Sie? Wo? Nack, nack, nackig vor der Himmelstür. Nack, nack, nackig vor der Himmelstür. Und einmal! Yeah. Nack, nack, nackig vor der Himmelstür. Sie haben beide ein Album mit Fotos und ich bitte Sie jetzt mal zuzuschauen. Sie können hier da vorne sitzen im Publikum, dann können Sie sehen, wie das nun eigentlich beim Finale zugeht. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, bitte nehmen Sie Platz, denn jetzt sind Sie beide dran. Und jetzt haben Sie immer miteinander gespielt, aber jetzt müssen Sie gegeneinander spielen. Es kann nur ein Gewinner am Fließband Platz nehmen am Schluss. Und wir werden gleich die Tagesschau. Die Tagesschau, ja. Ich habe Sie gebeten, die Tagesschau anzugucken, um 20 Uhr. Und wir möchten nämlich drei Fragen stellen aus der Tagesschau. Und wer könnte diese Fragen besser stellen als der Mann, der heute Abend diese Fragen vorgelesen hat? Karl-Heinz Köpke. Moment, hier, an dieser Seite, diese Seite. Aber ich möchte Ihnen vorstellen, dass Frau Schulmann und Sohn, das ist Herr Köpke. Ja. So, Herr Köpke, danke, wieder. Guten Abend. Sie sind wieder da? Ich bin wieder da. Wie haben Sie das geschafft? Um 7:45 sind Sie aus dem Studio in Hamburg im Wagen gestürzt. Ja. Und Sie waren hier um 9:30, nicht? Ja, oh, wir waren kurz nach 8:45 hier. Das heißt, in einer Stunde, da von Nordhamburg Richtgeschwindigkeit 200, ja. Richtgeschwindigkeit 200. Und Sie sind wieder, darf ich doch was sagen, wieder gesund. Ja. Wieder gesund, also, ja. Ohne Schnurrbart. Ich habe so gelacht über diesen ganzen Wirbel darüber. Muss ich vorstellen, was da passiert, der Herr Köpke, der liest da abends um 8 die schrecklichsten Nachrichten vor. Und da stelle ich mir vor, ein Mann, der dann nach Hause kommt um 7:45 und sagt, war noch was Wichtiges in der Tagesschau? Und dann sagt die Frau, ja, der Köpke hat einen Schnurrbart. Ja?
Und heute Abend war er wieder ab dann und so. Nee, da war viel Wirbel drum, aber alles wieder gesund. Und Herr Köpke, Sie dürfen jetzt drei Fragen stellen. Wer von Ihnen beiden möchte als erstes in die Kabine? Ja, ich bin Chevalier. Tschüss, hallo. Okay, nehmen Sie bitte Platz. Es wird jetzt wirklich ein bisschen spannend. Wir haben Quatsch genug gemacht, jetzt wird es spannend. Sie rollen nicht weg, nicht? Sie rollen nicht weg, nein. Drei Fragen, 10 Sekunden Zeit für jede Frage. Und Sie dürfen nur eine Antwort geben. Die falsch ist, können Sie nicht nochmal ein. Ja, ich bin gehalten, sehr streng zu Ihnen zu sein, leider. Ach, von den drei Fragen, eine Antwort? Nein, jede auf jede Frage nur eine Antwort. Die erste Antwort zählt und dann... So, bitte. Darf ich? Vor welchem Auge trägt der Chef der portugiesischen Militärjunta, Herr Spinola, ein Monokel? Wir hatten heute Abend den Bericht aus Lissabon. Wenn ich neben ihm stehe, gesehen oder wenn ich davor stehe? Nö, wenn Sie selbst eins tragen würden. Nur wenn Sie... Das ist sehr richtig. Nein, sehr war gut? Sehr gut, sehr richtig. War richtig? Ja. Gut beantwortet. Danke. Dann leider ein Kunstdiebstahl heute Abend. Wie viele Bilder wurden beim bisher größten Kunstdiebstahl in Irland gestohlen? Wie viele Bilder? 19, glaube ich. Fantastisch. Gut. Nun die dritte Frage. Sie machen es also Ihrem Sohn sehr schwer, merke ich. Aus welcher Richtung, es geht um die Wetterkarte, aus welcher Richtung sollen morgen die Winde wehen? Aus Nordost, das muss ich raten. Ja, das ist dann leider falsch. Dann haben Sie 2 Punkte. Also, das waren 2, aber sehr tolle. Bitte kommen Sie hier, nehmen Sie eben Platz hier auf die Terrasse da. Und jetzt kommt der Sohn, der nichts gehört hat. Er darf auch nicht wissen, wie viele Fragen seine Mutter richtig hatte. Das halten wir nicht für gut. Und hier kommen Ihre Fragen. 10 Sekunden Zeit für jede Frage. Und Sie dürfen nur einmal bei jeder Frage antworten. Sie dürfen nicht normal raten. Ein Antwort. Kann es losgehen? Ja. Vor welchem Auge trägt der Chef der portugiesischen Militärjunta, Herr Spinola, sein Monokel? Links. Das ist leider falsch, er trägt es rechts. Ja, nicht gut. Kunstdiebstahl in Irland. Wie viele Bilder wurden beim bisher größten Kunstdiebstahl in Irland gestohlen? 19. Gut, sehr gut. Eine Frage zur Wetterkarte. Aus welcher Richtung sollen morgen in Deutschland die Winde wehen? Aus Norden. Nee, Moment mal. Ja, das ist... Ach ja. Ja, es darf nur das eine ist Antwort... leider daneben. Ist daneben. Es dürfen nur eine Antwort geben. Was war richtig? Süd bis Südost. Süd bis Südost. Das tut mir leid für Sie, denn Ihre Mutter hatte 2 richtig und Sie nur 1. Hier ist die endgültige Gewinnerin, Frau Stollmann. Gratulieren Sie doch mal. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, und... mein Gedächtnis jetzt auch noch gut. So, das finde ich ungeheuer, dass Sie das so richtig wussten mit dem Monokel und das... Ich finde es ja, doch. Aber die Wetterkarte sehe ich mir nie an, die stimmt so selten. Für Sie ein Erinnerungsalbum, aber bei den Preisen, die Ihre Mutter kriegt, ist bestimmt auch was für Sie dabei. Es bleibt dann vielleicht doch ein bisschen in der Familie. Und Herr Köpke, ich hoffe, dass Sie zurück nach Hamburg etwas langsamer fahren, als Sie gekommen sind. Aber Sie sind immer wieder willkommen für diese Schlussfrage. Und vielleicht nehmen Sie ihn eben mit da und schauen Sie sich noch eben den Schluss an. Ja? Dankeschön und ein Applaus für unsere Verlierer und Herr Köpke. So, und jetzt... Jetzt dürfen Sie an einem großen Fließband Platz nehmen, einen großen Stuhl, und da gehen 40 Preise an Ihnen vorbei. Und Sie müssen sich so viel wie möglich Preise merken, die Sie sehen. Mhm. Und wenn Sie dann nach vorne kommen hier, nennen Sie dann in 30 Sekunden so viel wie möglich von diesen Preisen, die Sie sich erinnern. Und alles, was Sie gemerkt haben, und sagen, in 30 Sekunden kriegen Sie dann mit nach Hause. Mhm. Ja, ist das klar? Ja. So viel wie möglich merken. Und dann, okay, wenn Sie jetzt mit Heinz mitgehen. Ja? So, meine Damen und Herren. Das ist nur noch der Schluss, der kommt, aber ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Aber wenn Sie Lust haben, mitzumachen, Sie wissen jetzt, was Ihnen blüht. Wir brauchen immer Vater mit Tochter, Mutter und Sohn, Großvater, Enkelin. Brauchen wir immer, aber die Kinder müssen ab 17 sein. Dann, wenn Sie Lust haben, mitzumachen, schreiben Sie dann an den Westdeutschen Rundfunk, 5 Köln 100, Kennwort am laufenden Band. Und jetzt hoffe ich, dass Frau Schollmann auf dem Thron sitzt, in einer Art Thron gebaut, so ja, und... Bitte Band ab!
So, das waren es. Etwa 40 Preisen innerhalb von einer Minute. Und jetzt kommen gleich die 30 Sekunden, wo sie das alles sagen muss, was sie gemerkt hat. Und ich bin bei der Probe bis 12 gekommen. Das war schon eigentlich schon sehr viel, aber ich bin sehr gespannt. Völlig Ruhe, bitte. Bitte nennen Sie, was Sie sich gemerkt haben, ab jetzt. Ein Fernsehgerät, ein Globus, ein Buch, ein Leuchter, eine Petroleumlampe, drei Würfel, ein Badelaken, ein Radio, Kofferradio, ein Ton, nee, das habe ich schon gesagt. Machen Sie weiter. Ein Korb, Koffer, ein Korb, Hund, ein Toaster, eine Kaffeemaschine, ein, nein. Ich weiß nicht mehr. Na, es war schon ungeheuer, waren 13 Stück. Es war schon sehr viel, muss ich sagen, und es ging nur sehr schnell. Ich glaube, es waren 13, aber wir wollen uns noch mal eben genau anhören, was Sie gesagt haben, damit die auch hinter Gelegenheit haben, eben die Preisen rauszusuchen. Mhm. Bitte Tonband ab. Ein Fernsehgerät, ein Globus, ein Buch, ein Leuchter, eine Petroleumlampe, drei Würfel, ein Badelaken, ein Radio, Kofferradio, ein Ton, nee, das habe ich schon gesagt. Machen Sie weiter. Machen Sie weiter. Ein Korb, Koffer, ein Korb, Hund, ein Toaster, eine Kaffeemaschine, ein, nein. So, das war's. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie das dann alles aussieht. Bitte, wenn alles schon gefunden ist, bitte Band ab. Ja, da kommt es jetzt alles auf Sie zu. Eieiei. So, stopp. Na, ist das nicht toll? Sie können jetzt wie Künstler, das steht immer in den Illustrierten und Zeitungen, die Künstler haben in jedem Zimmer Fernsehen. Mhm. Das haben Sie jetzt auch, ein tragbares Fernsehgerät können Sie in jedem Zimmer mitnehmen. Haben Sie überall cool. Haben Sie dann das, dann haben Sie ein Radio, aber mit Kassetten. Mhm. Vielleicht wird das was für Ihren Sohn, oder? Nein, das gebrauche im Moment ich. Sie gebrauchen, no, ich finde es gut. Und, naja, diese Lampe und diesen Korb und so weiter, dann haben wir hier diese Würfel, die zählen für Spielen, richtig schöne Spielen. Und wir haben für alle 8 Kinder haben wir ein tolles Spiel bereit. So große, da heißt doch Spielen, heißt das. Ja, Spielen, dann eine Kaffeemaschine und das. Und dann haben wir hier ein Toaster. Haben wir hier, da muss ich nochmal eben drauf drücken. Ah, da kommt noch was raus. Gutschein für Telefonbuch. Kann ich das Telefonbuch mal eben haben? Gutschein für Telefonbuch. Ah ja, dann möchten wir etwas am laufenden Band machen. Wenn Sie jetzt im Branchenverzeichnis eben reinpixen, mhm, aber eben die Augen zu, pixen Sie einfach hier eben rein. Ja, pixen Sie mal rein, pixen Sie rein. Ja, pixen Sie. Ja. Stopp, das war kein Branchenverzeichnis. Augen zu nochmal, pixen Sie. Ja, pixen. Okay. Das ist Immobilien. Immobilien, was soll mit Immobilien? Wir wollten einen Preis geben am laufenden Band. Wenn es ein Arzt gewesen wäre, hätten wir die Krankenkasse ein Jahr bezahlt. Oder, aber Immobilien, was können wir damit machen? Das ist ein Grundstück. Oh. Ein Grundstück. Wollen Sie noch mal pixen? Oder? Nein. Nein? Ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht. Bei etwa 300 Berufen, weiß ich es, aber Immobilien habe ich noch nicht, die reisen wir raus das nächste Mal, das wird eine Katastrophe. Möchten Sie mal ein Stückchen Land haben? Ja. Richtig ein schönes Stückchen Land in der Nähe von Heide, ein Stückchen Wald oder? Von Heide in der Heide, Sie wohnen doch in der Nähe von Heide. Von Heide, ich habe ja ein Grundstück und ich habe auch ein Haus da drauf, aber ich könnte es trotzdem, ich würde noch mehr nehmen. Ja, ein Stück. Gut, dann werden wir uns nachher unterhalten, dann kaufen wir ein schönes Stück Land nochmal dazu für Sie. Dann müssen Sie nur noch mal sagen, wo Sie es haben möchten. Davon hängt von der Preis ab, wo es ist. Wenn es bloß nicht in der Stadtmitte von Düsseldorf ist, dann wird es zu teuer. Ja. Gut. Und jetzt habe ich hier noch einen Globus. Und dieser Globus hat mir einen symbolischen Charakter. Sie dürfen noch mal hier reinpixen. Wenn Sie jetzt, aber Sie dürfen nicht. Können Sie mal an diese Seite kommen? So, und schauen Sie mal in die Richtung. Ja, ich drehe das Ding. Und wenn Sie sagen ja, dann pixen wir mal rein. Ja, sagen Sie mal ja. Ja. Ja, boom. Oh, hier. Jetzt haben Sie gemogelt. Nein, ich habe nicht gemogelt. Es ist zurückgeschlagen. Nein, dann mache ich es nochmal, wenn ich gemogelt habe. Nö, lieber nicht. Mogelt nicht gerne. Nochmal, sagen Sie mal ja. Jetzt boom. Jetzt halten wir. Und das ist...
Nee, das ist, das ist in der Nähe von Alaska. Ist das. Toll! Wieso wollen Sie mal nach Alaska? Ja, so nach, in die Mongolei oder da in die Gegend. Oder Alaska, das ist ein bisschen weiter aus der Nachbarschaft, das ist ein bisschen weiter. Na ja, Alaska auch. Aber Alaska, gesagt, möchten Sie mal nach Alaska? Ich habe gesagt nach Alaska. Gut. Sie möchten mal nach Alaska? Ja. Wirklich? Ja, ehrlich. Ein Flug nach Alaska, mhm. So, und dann vielleicht ein bisschen was mitnehmen von New York und so weiter. Mhm. Na, dann kriegen Sie das von uns. Ja? Und das ist dann der letzte Preis, ein Flug nach Amerika und Alaska. Und gute Nacht, auf Wiedersehen. Okay. Die Angelegenheit mit dem Senftütchen finden wir nun wieder faszinierend und kredenzen sie dem technischen Direktor. Tja, das ist natürlich unangenehm. Und auch wenn ich Konsument wäre, würde solch eine Flasche bekommen, wäre ich auch unglücklich. Aber ich kann Ihnen versichern, wir ziehen hier am Tage 6 Millionen Flaschen ab. Mehrwegflaschen. Mit den modernsten Inspektionsmaschinen. Es ist unerklärlich, wie sowas passieren kann. Natürlich nur ein Einzelfall. Wir sind eigentlich sehr stolz darauf, dass unsere Reklamationsraten, wenn sie dann gelegentlich vorkommen, in Prozenten gar nicht mehr auszudrücken sind. Wer brachte also das stolze grüne Schiff mit nur einer Flasche ins Schlingern? Der Direktor rätselt und wir gehen alle Möglichkeiten durch. Ein Mitarbeiter vielleicht? Aber eine Manipulation ist nicht auszuschließen. Ist nicht auszuschließen. Da sind Sie auch nicht vorgefallen. Hier kommt normalerweise das Bier in die Flaschen. Nur heute nicht. Die Maschinen stehen still. Etwa wegen unserer Flasche? Nein, nur eine Routineinspektion. Das Corpus Delicti hätte von dieser Inspektionsmaschine entdeckt werden müssen. Warum hat sie versagt? Ein Infarkt? Oder ist der Computer durchgedreht, der sonst so preußisch korrekt ist? Also, ich kann sagen, dass ich praktisch hier bei diesen hochmodernen Anlagen es fast ausschließen kann. Die berühmte Ausnahme auf Hause, die gibt es eben. 120.000 alter Flaschen laufen hier pro Stunde durch, maschinell. Nur ein Mann drückt die Knöpfe, damit die Flaschen penibel in mehreren Waschdurchgängen porentief rein werden. Wie hat sich der Senf versteckt? Der technische Direktor treibt sich selbst verzweifelt zum Brainstorming an. Ergebnislos. Die Maschinen sind ja auch alle hermetisch abgeschlossen. Die Flaschen im Waschgang gar nicht von einem perfiden Spaßvogel zu erreichen. Und doch ist es passiert. Prost denn, Bier vermischt mit Senfresten und Plastik. Und nun warten wir natürlich noch drauf, dass einer die Flasche mit der Bockwurst im Bier findet. Ja, trotz dieses Restrisikos, finde ich, dürfen wir von der Mehrwegflasche nicht abrücken, denn schließlich sind Pfandflaschen ein Beitrag zum Umweltschutz. Und wenn man der Arbeitsgemeinschaft selbstständiger Unternehmer hier in Weser-Ems glauben darf, dann engagieren sich immer mehr Unternehmer für den Umweltschutz in ihren Betrieben. Zum ersten Mal wurde jetzt ein Ökopreis für Unternehmer ausgeschrieben und Astrid Jenig hat einen der drei preisgekrönten Firmeninhaber besucht. Die umweltfreundlichen Rasenmäher sind noch in Betrieb, trotz nahender Minustemperaturen. Und statt Benzin brauchen sie höchstens mal ein Stückchen Zucker. Das ist die Preisträgerfirma des Umweltwettbewerbs. Hinter ihrer Glasfassade sammelt sich das ganze Jahr über friesische Sonnenenergie und heizt das Treppenhaus des Verwaltungstraktes und die anliegenden Flure. Kostenlos. Zudem setzt der Glasbau noch ein optisches Highlight auf die grüne Wiese. Das Glas kommt natürlich aus der Firma selber. Als erster privatwirtschaftlicher Betrieb in der Bundesrepublik setzt die Firma eine Windenergieanlage ein. Der Strom reicht für den eigenen Verbrauch. Es kann sogar noch überschüssige Energie an das öffentliche Netz abgegeben werden. Kein Wunder also, dass der Betrieb den Preis gewann.
Der Stammsitz liegt mitten in der Innenstadt von Aurich. Gegründet wurde er mal als kleiner Eisenwarenladen. Dieses Unternehmen hat für ein mittelständisches Unternehmen in allen Bereichen, von der Energierückgewinnung, von der Energieeinsparung bis zur Abfallentsorgung, ohne gesetzlichen Zwang eigene Ideen umgesetzt, um die Umweltressourcen zu schonen. Dieses ist für mittelständische Unternehmen nicht unbedingt typisch, weil sehr viele Betriebe erst dann handeln, wenn gesetzliche Vorschriften dieses erzwingen. Damit nicht genug. Der rührige Juniorchef ließ beim letzten Umbau riesige Glasfronten statt einzelner Scheiben einbauen. So ist auch die Verkäuferin in ständigem Kontakt zu ihrer Auricher Außenwelt. Auch innen haben sich die Arbeitsbedingungen angenehm verändert seit der Eisenwarenhandlung von vor 150 Jahren. Auf dem Firmengelände in der Fertigung draußen sorgte der Chef gleichfalls für Transparenz. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es sicherlich angenehmer, von den Industriehallen heraus nach draußen blicken zu können und Kontakt zur Umwelt zu haben, als gegen ein geschlossenes Blechtor zu schauen. Aus dieser Überlegung heraus haben wir sämtliche Tore, auch in den älteren Hallen unserer Firma, ausgetauscht gegen wärmeisolierte, das ist wichtig, durchsichtige Tore. Hier entsteht gerade das Glasdach für eine Imbissbude. Mit Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Elemente- und Wintergartenbau sind die Auricher inzwischen ihren Konkurrenten eine Nasenlänge voraus, wie sie stolz sagen. Und das alles trotz Energiesparkurs. Geheizt wird zum Beispiel nur da, wo auch gearbeitet wird, und zwar mit einer Wärmewellenheizung, die nur den Körper erwärmt und nicht die Luft. Keine Gefahr also, bei der Arbeit einzunicken. Es wäre doch unsinnig, meint der Chef, die ganze Halle auf 18 Grad aufzuheizen. So ist es nur auf der Hebebühne warm. Frieren soll hier schließlich keiner, trotz aller Sparsamkeit. Diese Riesenscheibe wird durch Pressluft angehoben. Dabei fällt Abwärme an. Nicht vorstellbar, dass die nicht auch genutzt würde. Sie wärmt das Wasser für die große Waschmaschine, in der die Scheiben vor dem Verkauf auf Hochglanz gebracht werden. Ja, Ökonomie und Ökologie gehen also doch zusammen. Auch in den Nachrichten gibt es die eine oder andere gute Nachricht. Die beiden gefährlichsten der sieben Ausbrecher aus der Jugendvollzugsanstalt Blockland sind wieder in Haft. Marco Teske wurde bereits gestern Abend in Bremerhaven festgenommen. Frank Döscher fiel heute Morgen einer Polizeistreife in einem Wald östlich von Bremerhaven auf. Am Nachmittag wurde ein weiterer Häftling gefasst. Jetzt sind nur noch zwei Ausbrecher auf der Flucht. Für die CDU ist damit die Angelegenheit noch lange nicht erledigt. Sie will auf einer Sondersitzung der Justizdeputation über die Sicherheitsvorkehrungen informiert werden. Die Union vermisst eine Mauer um die Haftanstalt und ausreichende Kontrollen, wenn Häftlinge aus der Werkstatt in ihre Zellen gebracht werden. Wenn die Studenten der Hochschule Bremen lernen wollen, wie man zum Beispiel Hustensaft oder Rohmasse für Kunststoffe zusammenmixt, brauchen sie ab heute nicht mehr nur am Modell auszutüfteln, wie viel Pulver und wie viel Wasser da zusammenkommen müssen. Sie können das jetzt auch weit weg am Computer kontrollieren und steuern. Eine Spende des Mannesmann-Konzerns. Heute wurde die Übergabe gefeiert. Die Experten sprechen von einem dezentralen Prozessleitsystem. Wir baten einen von ihnen, ihr Fachchinesisch auf Normaldeutsch zu übersetzen. Ja, es müssen zum Beispiel bei Klöckner Hochöfen mit Automatisierungsgeräten automatisiert werden. Und was haben die Klöckner-Arbeiter davon, wenn bei Ihnen an Ihrer Waldstraße ein dezentrales Prozessleitsystem arbeitet? Der Mensch wird einmal von Routinehandlungen entlastet. Er wird auch seelisch entlastet dadurch, dass ihm weitgehend erspart wird, falsche Handlungen auszuführen. Als nächstes soll der Anwendungsbereich Container Terminal zum Üben an den Computer angeschlossen werden, der übrigens fast so viel wert ist, wie die Elektrotechniker im ganzen Jahr ausgeben dürfen. 100.000 Mark. CDU, Grüne und Freie Demokraten bringen morgen in der Bürgerschaft nun doch gemeinsam einen Antrag ein, der Minderheiten im Parlament größere Rechte verschaffen soll. Auch eine Verfassungsänderung wird angestrebt. Die SPD, die mit den Grünen und der FDP über eine Koalition verhandelt, hatte sich über dieses Bündnis mit der CDU verärgert gezeigt. Gespannte Stimmung im Beirat Pustorp. Auf der ersten Sitzung nach der Wahl wurde gestern Abend einstimmig beschlossen, eine Klage gegen den Innensenator vorzubereiten. Der Beirat will, dass die Stromer Straße für große Lkw im Durchgangsverkehr gesperrt wird. Nur mit den Stimmen der SPD wurde Manfred Schütte übrigens wieder zum Beiratssprecher gewählt.
Mehr Richterstellen für das Bremer Verwaltungsgericht hat der Senat jetzt beschlossen. Die 6 Juristen sollen dafür sorgen, dass Prozesse über Asylanträge schneller abgewickelt werden können. Die Kosten für die Richterstellen und 6 weitere Stellen beim Verwaltungsgericht werden nach Meinung des Senats dadurch eingespart, dass bei schnellerem Asylverfahren weniger Geld für Sozialhilfe ausgegeben wird. Besonders dekorativ ist er wahrlich nicht, der Ernst-Schneider-Preis. Aber Wirtschaftsjournalisten sind dennoch ganz heiß darauf, denn die Auserwählten bekommen bis zu 15.000 Mark von den Industrie- und Handelskammern für Beiträge in Hörfunk und Fernsehen, in denen Wirtschaftsthemen allgemein verständlich vermittelt werden. In Bremer Schütting war heute die Preisverleihung unter anderem an einen Autor von Radio Bremen. Haben da auch kritische Beiträge eine Chance, die Ihnen also vielleicht nicht so genehm sind? Ja, natürlich, denn die Umweltproblematik reicht natürlich hinein, sodass also auch eine Vordenkerfunktion von diesen Beiträgen erwartet wird. Nun ist es so, 6 Beiträge wurden prämiert. Ja. Keiner davon ist von einem privaten Sender. Macht Sie das stutzig? Das ist immerhin bemerkenswert. Ich denke aber, dass die privaten Sender den Ansporn spüren, den sie daraus beziehen sollten. Das heißt, sie sind noch nicht gut genug? Ja, das kann man wohl so sagen. Anlass genug für ZDF-Intendant Stolte in seiner Gastrede, die kommende Gebührenerhöhung bei ARD und ZDF zu verteidigen. Qualität hat eben ihren Preis. Für den Hungertod von 19 Pferden auf dem Gestüt Klövinghausen soll indirekt die Bremer Kreditbank Bankenverein verantwortlich sein. Nach Darstellung der Gestütsverwalterin hat die Bank den letzten Trecker mit Mähvorrichtung Ende Oktober durch einen Gerichtsvollzieher pfänden und sofort versteigern lassen. Deshalb sei eine Versorgung der Tiere nicht möglich gewesen. Mit etwa 120 Stundenkilometern sind in der vergangenen Nacht 2 junge Leute durch Bremen gerast. An einer Kreuzung kam der Wagen ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde getötet, sein Bruder aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt. Alle Werder-Fans können morgen live dabei sein, wenn ihre Mannschaft in Budapest gegen Ferencvaros im Rückspiel des Europapokals antritt. Nein, nicht im Fernsehen. Die beiden Hörfunkreporter Walter Jasper und Wilhelm Johansson berichten ab 17 Uhr, natürlich auf der Hansawelle von Radio Bremen, über die Begegnung. Einen besseren Begriff als Hut- und Mantelwetter kann man für das, was uns morgen bevorsteht, wohl nicht finden. Es soll immer wieder regnen, ungemütlich kalt sein und windig noch dazu. Wohntürme und Trabantensiedlungen, das war vor 20, 30 Jahren die Vision der Städteplaner vom modernen Wohnen. Nur der dazu passende Mensch, der sich am Stadtrand in Beton pur wohlfühlen sollte, den hat es immer nur in den Wunschvorstellungen der Planer gegeben. Heute, nachdem der große Irrtum erkannt ist, gibt es nur noch 2 Möglichkeiten: sprengen oder verbessern, was noch zu verbessern ist. Letzteres versuchen in Bremen seit 7 Jahren die Planer, zum Beispiel Osterholz-Teneva. Mit welchem Erfolg? Davon wollte sich eine ausländische Expertengruppe heute überzeugen. Brigitta Nicholson war dabei. 12 holländische Stadtplaner und Sozialarbeiter aus Groningen auf einem spätherbstlichen Spaziergang. Ganz ungewöhnlich für einen Ausflug, sie suchen sich nicht gerade die landschaftlich schönste Ecke Bremens. Die Gruppe besichtigt sogenannte Nachbesserungen, die das Leben in Teneva lebenswerter machen sollen. Erstes Beispiel, das Einkaufszentrum.